So, der nächste Referent ist einer der drei Berührungspunkte des Schweizer Markenkongresses zum größten und besten Tennisspieler der Schweiz aller Zeiten. Der erste ist einfach, den zweiten können Sie im Programm vielleicht ahnen, der dritte ist noch eine Überraschung. André Hefti ist CEO von Schweiz Tourismus, er hat große Herausforderungen da und große Chancen, ein ganzes Land zu vermarkten. Die Herausforderungen sind wahrscheinlich grundsätzlich mal nicht unendlich viel Budget, wahnsinnige Vielfalt an Interessen, an Produkten und Angeboten. Die Chancen auf der anderen Seite sind, das Produkt ist mehrheitlich top. Wir werden gleich dazu noch was sehen. Die Basis der Wahrnehmung ist sensationell der Schweiz. Man hat tolle Verbündete, Roger Federer und weitere, und kann die nutzen. Und damit sicherlich sehr spannend. Also eine gute Basis, möglicherweise aber doch kein Selbstläufer. Und aus diesem Grund bin ich sehr gespannt zu hören, was er noch tut, damit Sie aus dieser Basis das Beste rausholen für die Schweiz. André Hefti, und wir starten mit einem kurzen Video. Das war schön, nicht wahr? Nein. Es sah aus wie langweilige Tourismuswerbung. Ja, keines der Bilder, das Sie soeben gesehen haben, war Schweiz. Tourismuswerbung ist oft austauschbar, es fehlt Konzept und Idee. Schöne Bilder, das können auch unsere lieben Nachbarn. So kann das Lovely Slovenia oder inklusive Steinbock La Grande Nation bis weit weg nach Neuseeland und jetzt eben auch KI. Kommt hinzu, dass Destinationsmarketingorganisationen das Produkt nicht besitzen, nichts verkaufen, deswegen auch nicht mit dem Preis arbeiten können und die Kommunikation, ja, die sieht eben immer irgendwie blendend aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihre nächste Destination aufgrund eines solchen Filmes, wie Sie ihn soeben gesehen haben, aussuchen, die ist statistisch gesehen relativ klein. Ja, der Entscheidungsgrund Nummer eins für Ihre nächste Destinationswahl ist der, dass Sie schon einmal da gewesen sind. Kindheitserinnerung, die erste Ferienliebe, ähnliche Geschichten beeinflussen unsere Wahl. Wir sind alle, oder viele von uns sind Wiederholungstäter. Grund Nummer zwei sind Empfehlungen von Freunden, Bekannten, Familie. Und Grund Nummer drei, und da wird es fürs Marketing interessant, sind gute Geschichten. Ja, auch in Zeiten von KI sind es die ganz großen Emotionen, die eine Verbindung zur Zielgruppe schaffen, die mehr als ein paar Sekunden andauert. Aber fangen wir von vorne an. Wer oder was ist Schweiz Tourismus? Ja, unsere Aufgabe ist es, das Reiseland Schweiz zu kuratieren und im Ausland zu vermarkten. Für die Schweizer Gäste sind wir nicht primär zuständig. Dafür gibt es die regionalen Tourismusorganisationen. Einige Vertreter habe ich hier im Raum gesehen. Das ist das Wallis, das Graubünden und wie sie dann alle heißen. Wir sind die nationale Tourismusorganisation mit 36 Büros in 23 Märkten und beschäftigen 280 Mitarbeiter. Ihnen, die Hälfte davon, ist auf der ganzen Welt verteilt. Und da kümmern wir uns um die lokalen Medien, um Key Accounts und um diese touristischen Partner, mit denen wir hunderte von Aktivitäten orchestrieren. Unser Gesamtbudget beläuft sich jährlich auf rund 95 Millionen, das können Sie googeln. Die Hälfte, gut die Hälfte kommt vom Bund, vom Steuerzahler, von Ihnen, und die andere Hälfte kommt von touristischen Partnern und anderen privatwirtschaftlichen Unternehmen, die zusammen mit uns in den Märkten in Aktivitäten investieren. Der Tourismus repräsentiert einen der Top 5 Sektoren, Wirtschaftssektoren. Im letzten Jahr haben wir mit dieser Branche über 19 Milliarden Bruttowertschöpfung erarbeitet und beschäftigen rund 160.000 Mitarbeiter.
2023 war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Schweizer Tourismus. Im Nation Brand Index, das ist die bekannteste Reputationsstudie, haben wir ein Ranking, wie wir das vorhin noch nie hatten, und sind damit auch das kleinste Land in den Top 10. Und in Logiernächten haben wir ein absolutes Rekordergebnis verbucht. Das kurz nach einem 70 Jahre Tief. Und trotzdem gibt es noch viel zu tun. Jedes zweite Bett, Hotelbett, steht in der Schweiz leer. Ja, die Auslastung der Hotelbetten ist übers Jahr hinweg bei unter 50%. Kommt hinzu, dass die öffentliche Debatte momentan sich vor allem darum dreht, wie viel Tourismus die Schweiz verträgt und welche Rolle Schweiz Tourismus dabei einnehmen soll. Und deshalb habe ich Ihnen heute drei Initiativen mitgebracht, die uns jüngst aus Marketing-Sicht beschäftigt haben. Die erste, das Visitor Steering oder auf Deutsch die Gästelenkung, ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, um den Tourismus auch in Zukunft nachhaltig weiterzuentwickeln. Wie viele andere Destinationen auch, wir kennen die Beispiele aus Amsterdam oder Venedig, ist unsere Aufgabe, je länger, je mehr, nicht einfach mehr Touristen in die Schweiz zu holen, sondern in Anführungszeichen die richtigen Gäste zur richtigen Zeit an die richtigen Orte zu lenken. Und dafür können wir drei Hebel bedienen. Der erste ist die zeitliche Verteilung. Das heißt, nicht primär die Hauptsaisons, den Sommer und den Winter zu bewerben, sondern je länger, je mehr auch die Zwischensaisons. Bei uns steht da vor allem der Schweizer Herbst im Fokus. Die Verlängerung des Sommers wird immer populärer und die Betriebe nutzen diese Chance. Der zweite Hebel ist die räumliche Verteilung. Der klassische Erstbesuch von Reisenden führt meist mit Ankunft Zürich über Luzern nach Interlaken, Zermatt und dann wieder weg. Und unsere Aufgabe ist es, diese Besucher eben auch für andere Orte zu begeistern und damit auch die Aufenthaltszeit oder Aufenthaltsdauer zu verlängern. Dafür orchestrieren wir immer wieder unterschiedliche Aktivitäten. Jüngstes Beispiel ist Grape Escapes. Da ermutigen wir die Gäste, die 6 Weinregionen der Schweiz zu entdecken und an außergewöhnlichen Orten zu übernachten. Der dritte Hebel ist die aktive Steuerung unseres Marktmixes. Ich habe es Ihnen eingangs gesagt, für die Schweizer Gäste sind wir direkt nicht zuständig. Das macht etwa 45% der Logiernächte. Dann haben wir 35% aus Europa, 20% aus den Fernmärkten. Und Gäste mit unterschiedlicher Herkunft haben auch unterschiedliche Reisebedürfnisse und ein unterschiedliches Reiseverhalten. Kleines Beispiel, die Gäste aus Brasilien, die reisen vor allem im Januar, Indien im April, Mai, Südostasien im Oktober, November. Kommt hinzu, dass sie unterschiedliche Reiseformen wählen. Und aus diesen Insights und ganz vielen Informationen mehr können wir dann ganz gezielt Angebote formulieren, die es uns eben erlauben, aktiv die Auslastung zu steuern. Und um diese Angebote wirkungsvoll zu vermarkten, dafür braucht es eine starke Marke. Das ist mein zweites Thema. Ja, Sie haben es mitbekommen, vor wenigen Wochen haben wir diese Marke neu lanciert und damit eine Zäsur eingeleitet. Die Markenverantwortlichen hier im Saal wissen es, Markenpflege oder Markenentwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess. Kleinere Anpassungen sind immer wieder notwendig und selbst diese stoßen meist intern auf großen Widerstand. Ja, die Kolleginnen und Kollegen meinen dann, es sei schlicht zu teuer, zu aufwendig und nicht nötig. Die Goldblume, wie wir sie kannten, wurde vor knapp 30 Jahren eingeführt und in dieser Zeit wurde das Logo in Hunderten von Varianten, dies ist nur ein kleiner Ausschnitt, verwendet und in 16 Sprachen kommuniziert. Ja, es entstand ein Flickenteppich von verwirrender Anwendungen. Und zudem funktionierte die Goldblume im digitalen Raum nicht. Man traute sich fast nicht zu sagen, aber die Goldblume war immer noch ein nicht vektorisiertes Bild. Und so kam es, dass die Goldblume von der Branche selbst immer weniger verwendet wurde. Ja, es bestand also ganz klarer Handlungsbedarf. Es brauchte eine Art Marken-Detox. Wir mussten aufräumen und Verpasstes nachholen.
In der Schweizer Tourismuslandschaft gibt es über 1000 touristische Marken. Auch dies hier, nur ein kleiner Ausschnitt. Jede Bergbahn, jede Seilbahn hat ihre eigene Marke. Und all diese Marken, die haben im Ausland keine Chance, irgendwie Wirkung zu erzeugen. Dafür braucht es eine starke Destinationsmarke Schweiz, die bei den Gästen die Türe öffnen kann. Auf unserer Reise durch die Schweiz haben wir mit Hunderten von Branchenvertretern gesprochen, um herauszufinden, was diese Marken und bei uns Marketeers die Alarmglocken. Ja, es war höchste Zeit, wieder die Perspektive des Gastes einzunehmen. Und ich glaube, seit Menschengedenken steht das Reiseland Schweiz für seine atemberaubende Natur. Und so haben wir in einem branchenübergreifenden Projekt zuerst den Markenkern herausgearbeitet. Our nature energizes you. Egal ob auf dem Land oder in der Stadt, ob Freizeit- oder Geschäftsreisende, nach einem Aufenthalt in der Schweiz, immer eingebettet in der Natur, sind die Batterien wieder aufgeladen. Ja, unser Versprechen ist es, die Destination Schweiz sorgt für maximale Erholung. Und um dieses Versprechen noch besser einzulösen, haben wir eine Marke geschaffen, die den Gästen den Vertrauensanker bieten soll, den sie suchen. In Zeiten von Fake News und Verunsicherung ist Vertrauen wahrscheinlich das höchste Gut, das eine Marke für sich beanspruchen muss. Und dann ging es nicht einfach darum, ein neues Logo zu kreieren. Nein, wir wollten eine dynamische, moderne und auf den digitalen Kanälen funktionierende Markenwelt, einen Kosmos kreieren. Wir wollten nicht eine Marke für das Heute, wir wollten eine Marke für das Morgen bauen. One name, one brand auf Englisch. Uns ist natürlich schon bewusst, dass nicht alle Gefallen gefunden haben an der neuen Marke. Und eine manche hätten es gerne selbst besser gemacht. Fakt ist, die Branche feiert die neue Marke und beim Gast kommt sie sehr gut an. Und dies hilft uns im Kampf um die Aufmerksamkeit. Ja, unser aller tägliche Herausforderung. Nicht selten lautet die Vorgabe, mit weniger Budget mehr Wirkung zu erzeugen. Im Destinationsmarketing konzentrieren wir uns sehr, sehr stark auf die ersten beiden Phasen der Customer Journey. Bei uns heißt das Dreaming und Planning. Das sind die beiden Phasen, wo wir direkt Einfluss nehmen können und wo wir den größten Hebel haben. In der Buchungsphase leiten wir die Leads an die Leistungsträger
Träger weiter. Und Ziel ist es in diesen ersten beiden Phasen immer, bei der nächsten Reiseplanung top of mind zu sein und maximal zu inspirieren. Die Außenwahrnehmung ist oft, Schweiz Tourismus macht ein, zwei schöne Kampagnen im Jahr und damit hat sie es natürlich dann nicht. Sie wissen selbst, die Halbwertszeit solcher Kampagnen ist relativ kurz, wenn sie denn alleine dastehen. Ja, die Herausforderung ist es, eine gute Balance zwischen Grundrauschen und diesen Leuchttürmen hinzubekommen. Und dafür orientieren wir uns an einem Modell von Google, dem 3H-Content-Modell, das haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Der Hygiene-Content bietet die Basis. Hygiene ist nicht so schön, Basis-Content. Das ist Pull-Content, der wird nicht beworben, der ist SEO-optimiert, der wird gefunden und der deckt das breite Reiseangebot der Schweiz ab. Und darüber gibt es dann den Hub-Content. Dieser wird aktiv beworben, hat zur Aufgabe, die Community zu vergrößern und diese dazu zu ermutigen, immer wieder mal auf unseren Kanälen vorbeizuschauen und sich eben inspirieren zu lassen. Und wenn dieses Grundrauschen gut funktioniert, dann entwickeln eben auch die Leuchttürme oder der Hero-Content ihre entsprechende Wirkung. Diese Leuchttürme, die orchestrieren wir dann, wie wir so gerne sagen, 360 Grad, das volle Programm. Und um dies zu bewerkstelligen, sind wir oder bewirtschaften wir ein großes digitales Ökosystem. Nebst unseren eigenen Plattformen wie Webseite, Newsletter und was da alles dazugehört, sind wir momentan auf 15 Social Media Plattformen aktiv und alleine auf diesen Plattformen generieren wir jährlich über 6 Milliarden Impressionen und dies in Kombination mit einer überdurchschnittlich hohen Engagement Rate funktioniert sehr, sehr stark, um eben dieses System aufrecht zu halten. Ja, alle 5 Sekunden gibt es irgendjemanden auf diesem Planeten, der oder die mit unseren Inhalten positiv interagiert. Und um dies zu bewerkstelligen, braucht es natürlich ganz, ganz viel Content. Und diesen Content produzieren wir vor allem selbst in-house, aber auch mit Agenturen. Und dann sind jährlich über 200 Influencer in unserem Namen unterwegs und bespielen ihre Plattformen und begeistern ihre Community für unsere Inhalte immer mit dem Hashtag I need Switzerland. Immer öfters engagieren wir auch Content Creators, die in unserem Auftrag Inhalte für unsere eigenen Plattformen produzieren. Angesagt sind da momentan vor allem TikTok und YouTube-Serien. Und dann gibt es rund ein Dutzend im Ausland beliebter Prominente, die einen starken Bezug zur Schweiz haben und unsere Werte teilen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ja, Stefan hat es schon erwähnt, Roger Federer ist unbestritten die bekannteste Persönlichkeit darunter. Mit ihm haben wir unser Destinationsmarketing sicher auf ein neues Level heben können. Damit Sie das ein bisschen einordnen können, die Kampagnen mit Roger Federer machen rund 20% unserer gesamten jährlichen Wirkung aus und zahlen so überproportional stark auf unseren Gesamterfolg ein. Die Ambition mit Roger Federer war von Anfang an groß zu denken, Rogers Erfahrung, seine Gewinnermentalität, aber auch seine Offenheit, mit uns neue Wege zu gehen, hat uns ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und die Außenwirkung ist das eine, aber auch nach innen hat er Energien freigesetzt, die uns zu mutigen Entscheidungen hingezogen haben. Schweiz Tourismus hatte und wird nie die Budgets für klassische TV-Werbung haben. Und deswegen haben wir uns bei der Kampagne mit Roger Federer dafür entschieden, all in zu gehen und haben auf eine YouTube-First-Strategie gesetzt. Was heißt das? Wir haben eine Kampagne gebaut, die alles daran gesetzt hat, auf YouTube möglichst viele Views auf dem Hauptfilm zu generieren. Jetzt werden Sie denken, das ist einfach, diese Views kann man kaufen, wenn man dann das Budget dafür hat. Hatten wir nicht. Die Herausforderung ist, eine vorteilhafte Balance zwischen organischem und bezahltem Content hinzubekommen, die Engagement Rate hochzutreiben und das ist immer das Kernstück, einen Film zu bauen, den sich die Leute auch bis zum Ende ansehen. Und damit bekommt man die Kosten per View runter und kann den Algorithmus von YouTube möglichst effizient für sich arbeiten lassen.
Und so haben wir das jetzt dreimal gemacht, haben uns jährlich verbessert. In der letzten Kampagne haben wir zum Beispiel einen Trailer kreiert, der auf den Hauptfilm verwiesen hat. Wir hatten ein Filmplakat, wir hatten Side Stories auf Plattformen wie Instagram und TikTok, wir hatten Wettbewerbe und mein persönliches Highlight war dann das Selfie von Trevor Noah und Roger Federer auf dem Times Square vor unserem Filmplakat. Und das hat dann dazu geführt, dass wir mehrfach im globalen YouTube Leaderboard gelandet sind. Aber viel wichtiger als Awards ist selbstverständlich, dass wir mehr Gäste für die Schweiz begeistern konnten, die Imagewerte gesteigert haben und uns kontinuierlich verbessern. Und wenn Sie noch Fakten möchten, kleines Beispiel, in der letzten Kampagne haben wir den Swiss Travel Pass beworben, das ist das GEA für ausländische Gäste und dieser hat sich 59% besser verkauft als in der Vorjahresperiode. Und ich kann Ihnen sagen, der hat sich vorhin schon gut verkauft. Das ist ein Allzeit-Rekordergebnis. Die Zusammenarbeit mit internationalen Berühmtheiten und eine gute Strategie können eine vielversprechende Basis für Erfolg sein. Es kann die Aufmerksamkeit auf ein Reiseziel lenken. Aber die Magie, Sie erinnern sich, die liegt in einer guten Geschichte. Und unsere Geschichte mit Roger hat eine gewisse Ironie. Er scheitert beim Versuch, einen Werbefilm für die Reisedestination Schweiz zu drehen. I don't like it. What? There's no drama. No drama at all. You can't see us. Yeah, that. Oh, I think the crew is on the wrong train. No, we are on the wrong train. Roger, relax. We're not on the wrong. Oh, no, no. Oh, we're moving. We're on the wrong train. No, we are. I told you we're in the wrong train. It's not that bad. It's not that bad, right? Wir fassen zusammen, die richtigen Gäste zur richtigen Zeit am richtigen Ort, gelenkt von der Marke Ihres Vertrauens, inspiriert durch richtig gute Geschichten. Ja, Tourismusmarketing kann langweilig sein, es kann aber auch richtig viel Spaß machen. Vielen Dank. How many times do I have to tell you? It's a Swiss tourism ad. It's not supposed to be funny. Just relaxing in the Swiss Alps. Take a look. Can you hear that? I can't hear anything. Exactly. Simply too beautiful. Besten Dank. Ich hoffe, Sie kennen Ihr nächstes Reiseziel. Herzlichen Dank. Nachdem das Problem mit dem Klicker gelöst ist, vielleicht noch ein anderes. Wer an der Seite steht, gerne einen Platz hätte. Hier vorne hat es noch, bitte. Es hat freie Plätze. Kommen Sie nach vorne. Erste Frage, Roger Federer, Erfolgsstory, macht ihr weiter? Ja, wir machen weiter. Dieses Jahr kommen wir ein bisschen später. Er wird mit uns den Schweizer Herbst bewerben. Sehr gut. Also ihr habt dann so einen, den Zwischenpeak nach unten, den wollt ihr die Delle nach oben verpassen. Genau, der Plan ist, vor allem in den europäischen Märkten den Herbst beliebter zu machen und da mit ihm die nötige Aufmerksamkeit zu generieren. Jetzt hast du gesagt, das hat mich noch erstaunt, zu Anfang die tollen Bilder und das war dann Slowenien, Österreich, Frankreich und ich weiß nicht was noch alles. Und trotzdem hätte ja keiner gesagt, Schweiz versus Slowenien ist 99-1 ungefähr. Warum hat die Schweiz trotz allem so ein Image, wenn doch das faktische Produkt, also mindestens die Landschaft gar nicht so wahnsinnig anders ist? Ja, es ist ja viel mehr als eben die schönen Bilder. Und uns kommt jetzt ein bisschen zugute, dass während der Pandemie entdeckt wurde, dass Reisen auch mit Sicherheit, mit Vertrauen, mit Zuverlässigkeit und eben mit Qualität zu tun hat. Und das sind alles Werte, die hatten wir schon vorher. Und die werden sehr, sehr geschätzt. Und vor allem
Gäste aus den Fernmärkten, sowohl aus Asien wie auch aus Amerika, die bezahlen momentan, nicht zu laut sagen, fast jeden Preis, um in die Schweiz zu kommen. Okay, das klingt gut. Jetzt nochmal auf die Kampagnen zurückzukommen. So Guerilla-Marketing ist ja der feuchte Traum jedes Marketiers. Er macht einen lustigen Film und dann sehen Millionen von Leuten das. Du hast dem schon ein bisschen den Zahn gezogen, gesagt, ja, man muss noch daneben auch noch was machen, damit er dann so viel gesehen wird. Wie würdest du so die Relation beschreiben? Also ist das 50-50 oder hat man, wenn man einen wirklich tollen Film hat, nur noch den letzten Art die Anschubfinanzierung oder den Anschub-Views bei YouTube? Oder wie habt ihr das wirklich operativ gemacht auch? Wie gesteuert, ausgesteuert? Du hast gesagt, ihr habt gelernt von einem Film zum nächsten. Ja, wenn es die Views alleine nimmt, dann würde ich sagen, das ist etwa 5% viral und der Rest ist harte Arbeit. Also viral gibt es nicht und die Leute aus den Agenturen wissen es, sie kennen die Briefings, aber das ist hart erarbeitet, das ist ein detailliertes Konzept und wir haben ja jedes Jahr dazugelernt und glauben, dass wir uns auch noch weiter optimieren können. Der große Challenge ist, dass dieser YouTube-Algorithmus auch lebt und der ist nicht öffentlich und da muss man sich immer wieder neu darauf einstellen. Ja. Sehr spannend, schön zu hören. Noch, by the way, wer ist jetzt der nächste Partner von Roger Federer? Das habe ich vergessen, sorry. Oui. Okay. Ganz herzlichen Dank, du bleibst noch da. Vielen Dank, André Hefti. Danke.